Das Nummer 1 Problem, was ich von neuen Amazon-Händlern immer und immer wieder höre, ist, ich finde keine neuen Produkte mehr. Es ist schon alles da auf Amazon. Wie kann ich überhaupt sicher gehen, dass meine Produktidee ein Gewinnerprodukt ist, mit dem ich viel Geld verdiene und kein Verliererprodukt, das mich am Ende nur Geld kosten wird? Und Zeit ist Geld, deswegen finden wir in dem Video in 10 Minuten 10 Produkte. Ich zeige dir 2 extrem gute Techniken dazu in einer Variante, die nur fortgeschrittene Händler überhaupt kennen. Und ich sage dir dabei konkret, wie ich erkenne, dass das hier ein Gewinnerprodukt ist und kein Verliererprodukt. Auf geht's! Und damit wir so eine wahnsinnig wichtige Aufgabe wie Produktrecherche in so kurzer Zeit von 10 Minuten erledigen können, setzen wir hier auf Software Helium 10, das Tool meiner Wahl, die größte Amazon-Produktdatenbank außerhalb Amazons mit 2 Milliarden Produkten. Und damit wir die nicht alle von Hand durchsuchen müssen, nutzen wir Helium 10 Blackbox und starten da mit den Filtern. Denn wir wollen alles rausfiltern, was zu wenig Nachfrage hat, was gar nicht gekauft wird. Wir wollen Dinge rausfiltern mit zu viel Konkurrenz, wo sich's für uns gar nicht noch lohnt, ein weiteres Produkt zu starten. Und wir wollen alles rausfiltern, was vielleicht für uns zu schwierig, zu kompliziert ist, wie Elektronik, wie Produkte, die mit dem Körper in Kontakt kommen, wo es zu viele gesetzliche Vorschriften gehen, um die wir uns momentan gar nicht kümmern wollen. Und deswegen starten wir mit Helium 10 Blackbox auf der Keywords-Spalte. Wir gucken, was Kunden momentan besonders suchen. Und da sage ich, mindestens 1000 Mal im Monat soll das gesucht werden. Bei einem Preis von 30 bis 80 Euro in einem Bereich, wo wir auch guten Gewinn haben, Leute immer noch spontan kaufen. Und Achtung, hier gucken wir jetzt auf einen Bewertungsdurchschnitt von maximal 4.3. Das heißt, Produkte, die schlechter sind als eine Durchschnittsbewertung von 4.3, können immer noch recht gut sein, aber eben nicht perfekt. Und da wird es dann spannend zu recherchieren, warum sind sie nicht perfekt, warum haben sie keine 5 Sterne, könnten wir etwas daran tun, damit unser Produkt 5 Sterne hat und wir uns damit von der Konkurrenz absetzen. Außerdem wählen wir natürlich die Rubriken vor und wählen alles Kritische raus, wie Elektronik, Fashion, Spielzeug und so weiter, Lebensmittel erst recht. Und dann gehe ich mal auf die Trefferliste runter und scroll hier mal drüber und schau, was ich gefunden habe. Zum Beispiel Trockentoilette. Hört sich witzig an. Was ist denn eine Trockentoilette? Wird 1600 Mal im Monat gesucht. Die Produkte auf der ersten Seite kosten im Durchschnitt 50 Euro. Genau unser Kriterium. Und die Produkte machen im Durchschnitt 21.000 Euro Umsatz im Monat. Und so gehe ich jetzt durch die Treffer und gucke mir die an, die wirklich spannend sind. Und damit fangen wir an bei dieser Trockentoilette und schauen, ob das interessant ist. Also der erste Eindruck, wir sehen hier oben Werbung, wir sehen hier Werbung, geworben wird hier also schon mal viel. Dann gucken wir, was ich auch immer gerne mache, sind die Treffer sehr verschieden, kaufen Kunden verschiedene Versionen, dann ist umso leichter für ein neues Produktplatz. Oder sind hier sogar Produkte dabei, die gar nicht hier hingehören? Hat Amazon gar nicht genug Vorschläge, um die erste Seite zu füllen? Wie hier zum Beispiel irgendein Streu mit Eukalyptus. Das mag was für eine Trockentoilette sein, aber nicht die Trockentoilette selber. Und daher macht das auch einen sehr interessanten Eindruck. Öffnen wir doch mal Helium 10 X-Ray und schauen auch auf die Umsätze. Gibt es genug Anbieter auf der ersten Seite, die interessanten Umsatz machen? Und das sind, wie sehen wir hier, 29.000 Euro im Monat, 17.000, 14.000, 9.000, ja, vierstellig und fünfstellig, wo das Auge hinschaut, hier sogar sechsstellig, also sehr, sehr interessant. Am besten guckt man sich von hier aus mal ein paar einzelne Produkte an, die ganz oben gelistet sind, die Top-Verkäufer also, und das ist zum Beispiel der. Und da sehen wir gleich, das Titelbild ist sehr, sehr schlicht. Auf dem zweiten Bild sind die Maße schon drauf, auch ein sehr, sehr schlichtes Bild. Und das vierte Bild hat zum ersten Mal irgendeinen Hintergrund, ist aber hier so im Querformat. Also ich würde sagen, die Produktfotos bei dem Produkt sind sehr, sehr einfach. Die könnten wir auch noch leicht schlagen. Das würde ich jetzt noch für weitere Produkte machen. Wenn sich das genauso fortsetzt, ist das hier auf jeden Fall schon eine Nische,
die ich mir merken würde, die in Frage kommt, um ein Produkt zu starten. Schauen wir weiter, was für einen Suchbegriff ich in Helium 10 Blackbox noch gefunden habe. Und zwar Tischfeuer Ethanol. Das sind so kleine Tischkamine also. Und die sehen dann so aus. Das ist jetzt die erste Reihe der Produktvorschläge hier. Und was fällt dir hier auf im Vergleich zu der Nische, die wir gerade gesehen haben? Die Titelbilder, aus denen ist schon mal alles rausgeholt. Die sind vollgepackt bis zum geht nicht mehr. Du siehst hier das Produkt, aber nicht nur das Produkt. Du siehst es noch mit Flamme da drin. Es wird also die Anwendung demonstriert. Das übersteigt eigentlich schon, was man eigentlich auf den Produktfotos machen darf. Das ist eigentlich schon außerhalb der Amazon-Nutzungsbedingungen. Da gehört nur rein, was tatsächlich geliefert wird. Und hoffentlich liegt dieser Tischkamin nicht mit einer brennenden Flamme im Paket. Und genauso ist hier der Karton abgebildet, weiteres Zubehör und diese Badges, verstellbare Flamme, Prüfengel, 1,2, Note sehr gut. Und hier auch nochmal, Produkt mit Flamme, Karton, Zubehör, hier ein Badge, deutsche Marke und ein Logo von einem anderen Prüfinstitut. Und das gleiche haben wir hier schon wieder, die sind wirklich, das hat einer von den anderen abgeguckt, Designed in Germany, wieder ein Prüfsymbol. Und dann nochmal deutsche Marke, neben den Karton, weiterem Zubehör der Flamme und wieder ein Prüflogo. Grafiken dürfen nicht aufs Titelbild, aber hier reizen die Anbieter wirklich das aus, was sie dürfen und gehen noch drüber hinaus. Das heißt für uns, die Konkurrenz ist sehr hoch, da drin würde ich nicht starten. Und die Frage für die Anbieter ist sowieso, macht es noch Sinn, diese Prüflogos auf die Titelbilder zu setzen? Wenn es praktisch jeder in der Nische hat, dann unterscheidest du dich damit schon nicht mehr. Und der Kunde ist dann sehr verwirrt, wenn überall sehr gut Testsieger-Badges drauf sind. Schreib mal deine Meinung dazu in die Kommentare. Weiß der Durchschnitts-Amazon-Kunde schon, dass diese Badges einfach so gekauft sind, dass dahinter nicht so ein Magazin wie Stiftung Warentest steht? Und kommen wir zum dritten Produkt, was ich hier über diese Technik gefunden habe. Der Suchbegriff war Gewächshausfensteröffner, den ich mir angeguckt habe. Wie und wer öffnet hier das Fenster? Und das ist offenbar eine Mechanik. Und jetzt schau dir auch diese Titelbilder wieder an. Im Vergleich zu der anderen Nische würdest du sagen, diese Titelbilder sind anspruchsvoller oder leichter für dich als Konkurrenz zu nehmen. Ich würde mal sagen, hier ist deutlich weniger los. Das macht es schon mal besser. Dann scrolle ich auch hier über die Nische. Sind die Unterschiede hier in den Produkten zu erkennen? Ich würde ja sagen, ja, die Designs sind zwar recht ähnlich, aber doch unterschiedlich, wie sie aussehen. Hier sieht man diesen Mechanismus. Hier sieht man eine einzelne Gasdruckfeder. Hier sieht man noch mehr. Und hier sieht man sogar nur einen Haken, ein Haken, der an einem Fenster montiert ist. Titelbilder müssen auf einem weißen Hintergrund sein. Also wenn ich sowas sehe hier, das ist eine Nische, wo es noch ein bisschen unprofessioneller zugeht in der Konkurrenz. Das ist schon mal an sich ein gutes Zeichen. Schauen wir deswegen auch hier gleich wieder mit Helium 10 X-Ray über die Umsätze und die sehen auch gar nicht mal so schlecht aus. 11.500, 33.000 Euro, 12.000 Euro, 12.000 Euro und dann noch viel, viel mehr vierstellige. Von hier aus klicke ich mich jetzt weiter in die einzelnen Listing und schau mal, ob dort auch schöne Grafiken sind und ich würde sagen, ja, definitiv hat man hier in den Produktbildern Grafiken. Jetzt kommt das Aber. Hier ist sehr viel Text drin, viel zu viel Text drin. Meine Faustformel ist pro Bild maximal viel Wörter. Über 50% der Amazon-Kunden starten ihre Einkaufsreise auf dem Handy. Da ist es deutlich, deutlich kleiner zu lesen und überleg mal, wie die Schrift hier noch zu lesen ist, wenn die vielleicht ein Viertel davon so groß ist und wenn das jetzt noch jemand kauft, der nicht mehr so gute Augen hat, also auch hier ein sehr guter Angriffspunkt auf die Konkurrenz. Du kannst ein anderes Produktdesign bringen und dich damit unterscheiden, deswegen auf jeden Fall gute Produktidee, kommt mit auf meine Liste. Und um jetzt noch etwas Abwechslung reinzubekommen, benutzen wir noch eine zweite Technik mit Helium 10 Blackbox. Und zwar statt Keywords suchen wir hier konkrete Produktvorschläge. Auch das müssen wir natürlich wieder mit Filtern starten und auch hier
können wir wieder mal abwechseln. Natürlich wählen wir wieder die Kategorien aus und auch die Bewertung begrenzt sich auf maximal 150. Wir wollen ja möglichst eine leichte Konkurrenz finden. Auch den Preis schränke ich wieder ein auf 30 bis 80. Die Besonderheit hier ist, dass ich in der Spalte Anzahl der Bilder maximal 4 einstelle. Du kannst auf Amazon überall 7 Bilder hinzufügen und den Platz sollte auch jeder ausnutzen, um maximal mit seinem Kunden zu kommunizieren. Wer das nicht macht, verkauft nicht optimal. Und das ist ja für uns gerade, wir wollen Nischen finden, auf denen die Konkurrenz nicht optimal arbeitet. Und das können wir damit leicht. Und jetzt bekommen wir auch hier wieder eine große Trefferliste, auf die unsere Filter passt. Und da schauen wir mal durch, was wir alles dabei haben. Das ist als erstes ein Windspiel. Ein Windspiel für Yoga und Entspannung. Und es hat gerade mal ein Produktfoto. Das ist natürlich nicht viel. Das ist gar nicht gut. Auch die Textbeschreibung besteht aus gerade mal 5 Wörtern. Gucken wir mal, wie sich das für den Verkäufer lohnt, dieses 43 Euro Windspiel zu verkaufen. Und das tut es sich trotzdem mit 212 Verkäufen im Monat und über 9000 Euro Umsatz mit so einem Listing. Was ich jetzt machen würde, ist zu recherchieren, über welchen Suchbegriff kommen denn hier die meisten Verkäufe eigentlich zustande. Das mache ich mit Helium 10 Cerebro. Darüber habe ich ein ganzes Video gemacht. Ich verlinke es mal hier drunter, damit wir umso schneller zum nächsten Produkt springen können. Aber das ist interessant und das würde ich definitiv näher recherchieren. Das nächste Produkt, was ich vorgeschlagen habe von Blackbox, waren diese Baby-Waschlappen in der Vorteilspackung. Hier sehe ich aber, dass deutlich mehr als 4 Bilder drin sind. Vielleicht hat der Anbieter das in dieser Woche überarbeitet. Schauen wir uns mal trotzdem an, was es ist, weil schließlich waren hier irgendwann mal weniger Bilder drin und die Verkäufe waren trotzdem gut mit 8000 Euro Umsatz im Monat mit 245 Verkäufen. Die Beschreibung hier liest sich allerdings sehr, sehr gut und auch die Produktbilder sind gut mit schönen Grafiken und großen Stichpunkten dabei. Das Produkt selber sieht aus wie dieses feuchte Toilettenpapier, also einfach befeuchtetes Papier, um das Baby zu putzen. Der Hauptsuchbegriff, der hier beworben wird, ist Babywaschlappen, was mich eigentlich überrascht. Ich denke, da gibt es eigentlich bessere Begriffe für. Ich suche mal nach Babywaschlappen und ich sehe hier auch auf Anhieb diese normalen waschbaren Textilwaschlappen und nicht dieses einmal feuchte Toilettenpapierprodukt. Das ist schon etwas, wie es mich wundert, wie man mit so einem unteroptimierten Titel so gute Verkäufe machen kann. Das würde ich jetzt vielleicht nochmal ein bisschen tiefer gucken und schauen, wie es denn in der Nische aussieht. Aber auch hier springen wir schon wieder zum nächsten Produkt. Und da haben wir ein 100er Pack Grillschalen aus Aluminium gefunden. Und wie wir sehen, gerade mal ein Bild. Hier könnte man noch so schön zeigen, wie lecker das Essen auf dem Grill in dieser Schale aussieht. Auch interessant, gewöhnlich versandfertig in 2 bis 3 Tagen. Du hast hier noch nicht mal den gewohnten Amazon Prime Versand. Deswegen suche ich schnell mal auf Amazon nach 100 Alu-Grillschalen und guck mir mal an, wie die Nische hier so aussieht. Und ich sehe sehr, sehr gute Umsätze. Also auch hier, denke ich, wird es sich nochmal lohnen, die nächsten Bestseller zu identifizieren und die genau anzugucken. Wenn sich das wiederholt, wenn die Listings auch dort unteroptimiert sind, ist das auch für uns etwas absolut zu merken. Kommen wir jetzt zum nächsten Treffer. Aperol Spritzgläser, 6er Stück. Und wir sehen hier 2 Fotos im Listing. Einmal das 6er Set und dann das identische Foto mit nur einem Glas. Das war es auch schon. Auch die Beschreibung ist sehr dürftig, nur 3 kurze Stichpunkte. Wir sehen hier noch nicht mal, wie viel Zentimeter groß das Produkt überhaupt ist. Etwas, was man leicht besser machen kann. Aber der Suchbegriff wird hier Aperol Spritzglas sein. Aperol Spritz ist ein Markennamen, den können wir nicht nutzen und die Marke einfach auf unser Glas drucken. Damit ist das etwas, womit dieser Markeninhaber davon kommt, aber nicht für alle gilt. Deswegen springen wir auch hier gleich weiter zum nächsten Fund. Und das ist ein Boccia Ballspiel aus Massivholz. Und wo wir sehen, wir haben auch wieder hier nur 4 Fotos drin, die das Produkt zeigen, aber keine Vorteile, keine Informationen wie Abmaße oder was es von anderen Produkten unterscheidet. Suchen wir auch hier mal
nach seinem Suchbegriff, nach seiner Beschreibung im Titel Boccia-Spiel aus Massivholz, gibt es da eine ganze Nische. Und das ist interessant, guck es dir an. Ich habe es jetzt eingegeben und wir sehen, hier wird gerade mal auf diesen Begriff eine Werbeanzeige geschaltet. Der zweite Treffer ist schon organisch, das ist sehr, sehr gut. Hier ist Platz für 4 Werbeanzeigen, aber da wird nicht genug geschaltet. Dann gucken wir runter, sind das auch hier alles Kugeln aus Massivholz? Und hier sehe ich schon Würfel aus Stoff, wie das aussieht. Und hier Kugeln aus Metall. Das heißt, Amazon hat gar nicht genug Platz, die erste Seite mit passenden Produkten zu füllen. Wenn du sowas gefunden hast, das ist immer ein Treffer. Da musst du dann genauer gucken, wie die Nische aussieht. Ist da genug Geld zu verdienen? Und wenn ja, wird es sehr leicht, hier ein Produkt hinzuzufügen. Und wenig Bilder sehen wir auch beim nächsten Produkt. Und zwar sind das Kopfablagen für die Saunabank. Und wir sehen hier 4 Bilder drin. Die zeigen immerhin die Abmessung und auch ein Bild, wie es in Gebrauch aussieht. Aber da könnte man eben noch viel, viel mehr draus machen. Wir haben viel mehr Platz. Auch die Beschreibung ist absolut knapp gehalten, aufs Nötigste reduziert. Hat ein paar Daten, hat ein paar Vorteile drin. Hier könnte man aber auch noch ein bisschen die Fantasie vom Kunden anregen, wie schön es demnächst beim nächsten Saunabesuch sein wird und wie entspannt er sein wird. Also die Sauna-Kopfstütze ist jetzt auch ein Produkt, wo ich mal die Nische genau durchforsten würde. Wie ist die Konkurrenz? Wie verkauft die Konkurrenz? Ist es ähnlich? Dann ist es ein klares Ja. Denn mit 3.500 bis 7.500 Euro Umsatz mit diesen Kopfstützen zahlt sich das schon mal sehr, sehr gut aus. Und damit gehen wir weiter aufs nächste Produkt. Das ist ein Entriegelungswerkzeug und das sieht so aus. Ich habe keine Ahnung, was man damit entriegelt. Die Umsätze sind bei über 5.000 Euro im Monat und auch das mit nur einem Bild in der Produktbeschreibung und einem minimalen Text mit nur 4 kleinen Stichpunkten. Jetzt würde ich hier also erstmal recherchieren, was habe ich überhaupt vor mir, wofür benutzt man das Werkzeug? Erster Anhaltspunkt sind sicherlich die Bewertungen, die ich mir durchlesen würde. Zweiter Anhaltspunkt ist ein Keyword-Recherche-Tool wie Helium 10 Cerebro, hatte ich vorhin schon genannt. Link zu dem Video in der Beschreibung. Da sehe ich, wonach die Kunden noch suchen, die so ein Tool gekauft wird. Und da sehe ich schon anhand der Suchbegriffe Hinweise zur Funktion und kann mir das erklären. Punkt Nummer 3, unbedingt checken, ob da irgendein Patent hintersteht. Das Design sieht für mich aber so einfach aus, dass ich denke, das ist gar nicht patentierbar. Und dann könnte man daran denken, in der Nische ein gleich funktionierendes Produkt anzubieten und auf die Kompatibilität mit der Marke hinzuweisen. Damit sind wir durch. 10 Produkte in kürzester Zeit ausfindig gemacht. Ich habe hier Helium 10 benutzt. Absolut unerlässlich, wenn du auf Amazon erfolgreich verkaufen möchtest. Der Link ist h10jetzt.de, auch hier in der Videobeschreibung. Und über die Seite kannst du erstmal Rabatte ziehen und dabei sparen. Viel Erfolg dir beim Nachmachen. Wenn du noch nicht abonnierst, klick und lass ein kostenloses Abo da und klick auf das Glockensymbol daneben. Dann bekommst du auch Bescheid, wenn das nächste Video von mir kommt. Wir sehen uns dann und hab eine großartige Woche. Ciao, ciao.